Die weißen Streifen werden Kondensstreifen genannt. Bei der Verbrennung von Treibstoff in einem Flugzeug entsteht Wasserdampf, der in einer Flughöhe zwischen 10 und 13 Kilometer auf äußerst kalte Luft trifft. Der flüssige Dampf verbindet sich mit den Abgasteilchen und gefriert. Das heißt, dass Kondensstreifen, genau wie Wolken, entweder aus aneinandergereihten Wassertröpfchen oder Eiskristallen bestehen.